Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64 Last Impact. Im letzten Part, ja, da ist eine Menge passiert. Sogar so viel, dass der Part letztendlich knapp 45 Minuten lang wurde und, also nicht der Part, sondern die Aufnahme und ich da eine Menge rausgeschnitten habe. Und ich hoffe mal, heute wird es etwas besser laufen. Ich habe hier gerade gesehen, hier ist irgendwas. Hier ist so ein Bienennest. Wollen wir da mal rein? Was gibt's denn da so Tolles? Gucken wir doch mal rein. Ach, das ist sogar Welt 9. B-Mario Exploration in Harried Honey Hive. Okay. Bienen-Mario ist wohl auch mit von der Partie. Okay. Wie wir am Anfang bereits erfahren haben, gibt es hier einige Power-Ups, die es, ja, auch in den normalen Mario-Spielen gibt. Also in Mario Galaxy zum Beispiel hatten wir natürlich schon das Wolken-Power-Up. Wir hatten den Dreck weg. Oh, hier haben wir eine Biene. Eine Biene sein ist großartig. Ich kann einfach nur A gedrückt halten und in der Luft rumfliegen. Okay. Ich nicht. Ich bräuchte dafür erstmal das Power-Up. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, in diesem Spiel gibt es einige Power-Ups, die es damals natürlich so noch nicht gab. Wie zum Beispiel jetzt hier auch das Bienen-Power-Up. Die Stimmung in unserem, ja, in unserem Bienenstock hat sich etwas verschlechtert in der letzten Zeit. Der König ist verschwunden und wir haben überall diese Spinnenweben neben dem Hauptraum gefunden. Okay. Anscheinend wurden die Bienen von Spinnen angegriffen. Kann man wohl? Also, ich schätze mal nicht, aber das... Nee, kann man nicht. Ich habe mir vielleicht gedacht, vielleicht bleibt man da einfach kleben oder so. Hätte ja sein können. Gut, dann gehen wir einfach mal hier lang. Was war nochmal meine Aufgabe? Exploration, okay. Also ich schätze mal, wir müssen jetzt erstmal hier irgendwo einen Bienen-Power-Up finden. Und dieser Goomba ist verdammt groß. Das ist ein verdammt großer Goomba. Ach, kann ich den gar nicht so umbringen? Dann mache ich das halt so. Ach, da kommt mal noch mehr raus. Ja, pass auf. Also, ich möchte übrigens nochmal etwas ankündigen für dieses Let's Play. Ich habe es zwar am Anfang schon mal so ein bisschen gesagt, aber ich habe mich jetzt endgültig entschieden. Und zwar, das hier wird kein 100% Let's Play. Ich werde es halt nur so weit machen, wie wir müssen. Also quasi bis zu dem Bowser-Kampf oder was auch immer für einen Kampf, also dem Endboss-Kampf. Ja, kann ich hier raus? Hä? Du und ich, rennen, sofort! Du willst ein Rennen mit mir machen? Hier, ja, hier habe ich jetzt das Bienen-Power-Up, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Okay, einfach A gedrückt halten. Na, das hat ja mal ganz großartig funktioniert. Wieso lässt mich das Level nicht einfach genau vor dem Eingang wieder raus? Ich dachte halt, ich müsste jetzt nur noch einmal nach vorne gehen und dann... Ah, was für ein Scheiß, ganz ehrlich. Oh Mann, ich will nicht, dass der Part so weitergeht, wie der letzte aufgehört hat. Naja, gut, hier wären wir wieder. So. Hatten wir eigentlich Welt 8 schon? War das, was wir letztes... Ach, können wir jetzt hier gar nicht sehen, ne? Ach, man startet auch wieder mit der Anzahl an Leben, mit der man gerade aufgehört hat. Aber ist jetzt halb so wild. Also Anzahl an Energie meine ich natürlich. Nun gut, was ich gerade angesprochen habe und nicht so ganz zu Ende geführt habe. Ich werde das natürlich hier nicht alles zu 100% machen. Ich habe es bisher mehr oder weniger 100% gemacht, indem ich mal die ganzen Aufgaben gemacht habe. Aber von nun an werde ich nur noch das machen, was mir Spaß macht. Weil ganz ehrlich, ich sehe nicht so wirklich den Sinn darin, Sachen zu machen, die einem nicht wirklich Spaß machen. Vor allem, weil ich auch glaube, dass das vom Let's Play-Wert her, also vom Unterhaltungswert her, ja, eher nicht so gut ist, um ganz ehrlich zu sein. Was ist denn das da oben für ein... Kann ich mir das mal anschauen? Eigentlich müsste ich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Da ist so eine Zeichnung drauf oder irgendwie sowas. Da ist auf jeden Fall was. Ach, das ist eine Bienenkönigin oder so. Okay. Na gut, ich hätte jetzt trotzdem so langsam mal gerne das Bienen-Power-Up. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Das ist so irgendwie das Problem. Naja. Also auf jeden Fall, wie gesagt, das Ganze wird kein 100% Let's Play, sondern einfach nur just for fun quasi. Wenn ihr ein 100% Let's Play sehen wollt, dann müsst ihr wohl woanders nachschauen. Tut mir leid, aber nun ja, naja, ist ja halt, geht so. Tut mir leid, aber ich kann dich hier nicht durchlassen, außer du hast die Erlaubnis unserer Königin. Was ist denn da drin? Da ist ein Power-Up, oder? Warte mal. Ist das da ein Power-Up? Ja, da ist ein Bienen-Power-Up. Ja gut, dann sollten wir vielleicht erstmal die Königin finden. Ich weiß ja nicht. Also, ich gehe auf jeden Fall nicht nochmal da raus, weil da war halt dieses Rennen und das bietet sich jetzt gerade mal
eher nicht so an. Vielleicht sollte ich auch einfach mal hier irgendwie versuchen, hochzukommen. Vielleicht ist ja da oben irgendwas. Drehen wir mal die Kamera ein kleines bisschen. Oh, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Einfach hier so. Schätze ich mal, ja. Wir könnten auch einfach die roten Münzen einsammeln. Wir haben ja jetzt schon zwei. Ist jetzt zwar nicht die Welt, klar, aber hier sind auch noch einige in der Nähe. Von daher, ich weiß nicht so genau. Komm, geh mal bitte da hoch, Mario. Kamera, vielen Dank, okay. Das müsste ich mit einem Weitsprung schaffen. Deswegen machen wir das einfach mal. Okay, sehr gut. Was mache ich denn dann, wenn ich... Also ich könnte jetzt da drauf und mich dann da irgendwie... Da ist die Königin. Also sieht zumindest wie die Königin aus. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal hier lang. Weitsprung auf diesen Pilz und dann von hier aus irgendwie hier hoch. Ne? Und dann... Ich setze jetzt hier mal ein Safe State. Nicht, dass ich hier nochmal den ganzen Weg wieder hoch muss. Einfach für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich jetzt hier scheitere. Okay, hat ja alles geklappt. Oh, ein Mensch. Das ist das erste Mal, dass ich einen Mensch sehe. Ich möchte etwas mehr über dich herausfinden. Ich bemerke, dass du keine Flügel hast. Bist du immer noch eine Larve? Eigentlich nicht. Nein. Ich sollte wahrscheinlich ja drücken, okay. Huch, jetzt habe ich... Was will sie von uns? Gib mir doch einfach Flügel! Okay, du scheinst ein netter Typ zu sein. Von nun an darfst du hier frei rumlaufen. Na, das ist doch ganz gut. Vielen Dank, Frau Bienenkönigin. In Mario Galaxy warst du aber deutlich größer. Da warst du irgendwie 5 Meter groß. Was ist denn passiert? Oder ist das eine andere? Wahrscheinlich ja. Ist ja vor allem auch in einer anderen Galaxie. Aber die sehen sich schon sehr, sehr ähnlich. Wow, der Goomba ist aber gerade ziemlich hochgeflogen. So, ich würde sagen, dann gehen wir... Ah, der lässt uns jetzt hier auch sofort durch. Okay. Also, das Bienen-Power-Up hätten wir jetzt. Damit müssten wir jetzt irgendwie an irgendeinen Stern rankommen. Die Frage ist, wo? Hier könnten wir jetzt die roten Münzen sammeln, aber ich glaube nicht, dass das jetzt gerade von uns verlangt wird. Lädt sich das Power-Up wieder auf? Ja, das lädt sich wieder auf. Also genauso wie in... Wow, wie in Galaxy. Aber es hält deutlich kürzer an als dort. So, mal schauen. Ja, da hinten wäre irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Aber versuchen wir mal irgendwie da hoch zu... Na komm. So, und das schaffen wir so nicht. Sollen wir wirklich hier irgendwie lang? Ich weiß es ja nicht so genau. Das, ich schätze auch mal, wenn ich hier... Ich will es nur mal wissen, wenn ich ins Wasser gehe, dann verliere ich das Power-Up. Ja, okay. Gehen wir mal eben wieder zurück. Mario, bitte. Gehen wir mal eben wieder zurück. Holen uns das Power-Up nochmal erneut. Damit wissen wir jetzt wenigstens, dass wir dadurch das Power-Up verlieren. Also auch das wie in Mario Galaxy. So, dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal irgendwie darüber zu fliegen. Ich setze hier mal einen Safe State, damit ich nicht immer wieder das Power-Up holen muss. Damit... Oh, es hat geklappt, es hat geklappt. Okay, es hat geklappt. Ah, verdammt! Ah. Okay, so, komm hier. So, das war gar nicht mal so schlecht, so. Ach Mann, was ist denn da los? Das kann doch nicht so schwer sein. Der erste Sprung, nicht Sprung, sondern der erste Flug, klappt mehr oder weniger ganz gut. So, das wäre der erste. So, drehen wir mal ein bisschen die Kamera, damit wir hier vielleicht ein bisschen die bessere Ansicht haben. Ja, und jetzt können wir einfach hier rüber. Okay. So, dann wären wir jetzt hier. Auch hier mal wieder ein Safe State setzen, weil warum nicht? So, hier. Oh, das schaffen wir. Habe ich mir... Ja, nee, das geht, das geht, das geht. Wollte gerade sagen, vielleicht habe ich mich da etwas überschätzt, aber das geht auch so... Ganz gut. Haben wir da eigentlich noch irgendwas drauf? Nein, anscheinend nicht. Gut, dann... Oh, Gott sei Dank. Okay, hier hätten wir jetzt ein riesiges Spinnennetz, oder was soll das sein? Kann ich da durchfliegen? Oder wie ist das? Habe ich da gerade einen Stern gesehen am Ende? Da ist irgendwas. Ich glaube, das ist ein Stern. Gut. Ich versuche mal durchzufliegen. Wenn es nicht klappt, dann... Es klappt, es klappt, es klappt. Okay. Ich war mir gerade echt nicht sicher. Das sah so aus, als ob man da vielleicht gar nicht durch könnte. Gut, dann wären wir hier schon mit dem ersten Stern fertig. Nice. War gar nicht mal so schlecht. Die Aufgabe hat mir gefallen. Also, nachdem der letzte Part eher frustrierend war, ne? War das jetzt hier gar nicht mal allzu schlecht. Gut, gehen wir nochmal hier eben rein. Und suchen jetzt... Oh, Panic in the Hive. Okay. Anscheinend. Ah, da müssen wir jetzt dort oben hoch. Okay. Und da hinten sind dann wahrscheinlich Spinnen, schätze ich mal. Das würde zumindest von der Story her
insofern man das hier ganz, das Ganze hier Story nennen kann, Sinn machen. Gut, dann holen wir uns nochmal das Bienenpower-Up und gehen dann einfach mal da hoch. Ich weiß gerade gar nicht so genau, wo das überhaupt war. War das hier? Ich meine nicht. Muss ich mal eben nach oben schauen. Nee, das sieht nicht so aus, als ob das hier gewesen wäre. Nee, dann muss es... Ich glaube, ich weiß, wo es in etwa ist. Das war doch hier, ne? Hier bei der Bienenkönigin, beziehungsweise in der Nähe der Bienenkönigin. Dann halt etwas weiter oben. Vielleicht sollten wir auch nochmal mit der Bienenkönigin reden, die ja jetzt vielleicht was anderes zu sagen hat. Ich weiß ja nicht. Wir können es auf jeden Fall mal versuchen. Schaden kann es ja wohl nicht. So. Die ist immer noch da oben. Die sollte vielleicht mal irgendwas machen, wenn es hier Panik gibt. Aber okay. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, dann wollen wir mal da hoch. Und so, hast du irgendwas zu sagen? Nee, die denkt immer noch, ich wäre ein Mensch. Okay. Auch wenn ich mich gerade in eine Biene verwandelt habe. Na komm, ja, lass mich doch gehen. Nein. Ah, ja, ist so gut. Vielen Dank. So, also. Jetzt irgendwie dort rüber, ne? Oh, verdammt. Ja, habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt passiert. Kann man eigentlich jetzt hier als Biene... Nee, kann man nicht. Vielleicht auch nur bei denen hier nicht? Vielleicht ist das Ganze nur Deko. In Mario Galaxy konnte man auf jeden Fall diese Honigwaben hochklettern, aber ob das hier auch geht, das ist eine Frage, die ich euch jetzt gerade noch nicht beantworten kann. Wir werden es dann, denke ich mal, bald dennoch herausfinden, denn wir werden das, bei der ersten Aufgabe da ganz am Anfang vielleicht brauchen. Ach verdammt, das ist doch jetzt hier nicht dein Ernst. Oh nein, oh nein, oh nein. Warum bin ich denn heute so unachtsam? Oh nein, das ist gerade hier echt alles andere als gut. Der letzte Partner, den kann man eigentlich nicht mehr unterbieten von dem Skill-Level her und von den katastrophalen Aufgaben her. Aber ich glaube, ich gebe gerade so ein bisschen mein Bestes, um das Ganze nochmal ein bisschen zu unterbieten. Naja. Wie viele Sterne brauchte man eigentlich nochmal, um gegen Bowser zu kämpfen? Ich weiß das gar nicht mehr. Oder es war gar nicht Bowser, es war dieser andere Typ, ne? Waren es nicht 80? Ich meine, es waren 80. Ich hoffe mal, dass man nicht alle braucht, um irgendwie... Also, dass man nicht alle Sterne braucht, um den finalen Boss zu machen, also den Endboss zu machen. Das wäre ein bisschen blöd. Hey du, komm und hilf mir schnell. Die Spinnen haben in den Larvenraum... sind in den Larvenraum eingebrochen. Wir müssen sie schnell loswerden, bevor sie unsere Kinder verletzen. Okay, das hört sich wirklich nicht gut an. Gehen wir schnell rein. Die Dinger hier, vor denen habt ihr Angst? Die können doch nichts. Da müsst ihr einfach nur einmal auf den Kopf springen und die sind down. Also komm, Leute. Also, dafür jetzt hier so ein Drama wegen diesen vier Spinnen? Aber anscheinend sind hier noch mehr, weil irgendwie war es das noch nicht. Hä? Ja, ich bin doch fertig, oder? Kann ich jetzt gehen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Hey, ich bin fertig. Du bist ein echter Lebensretter, Mann. Dank deiner Hilfe, muss ich dir jetzt auch irgendwie helfen. Hier, möchtest du den Stern? Wirklich? Dafür kriegt man einen Stern? Das war ja jetzt ein Kinderspiel. Also ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass jetzt hier noch ein Boss kommt. So eine riesige Spinne vielleicht, aber... Das war ja... Naja. Mehr oder weniger geschenkt, ne? Naja, gut. Dann wollen wir mal zur nächsten Aufgabe. Oh nein, Bee Skyways. Okay, da wissen wir schon, wo wir hin müssen. Und zwar natürlich nach draußen und gegen die Biene ein Rennen machen. Und wie ihr wisst, ich liebe Rennen so absolut gerne. Deswegen, ja, ich freue mich sehr darauf. Jetzt möchte ich auch gerne nochmal wissen, ob man hier am Anfang... Ist hier der Anfang? Oder habe ich jetzt schon wieder meine... Ja, ist hier, okay. Kann man hier hochklettern? Geht das? Ich glaube nicht. Zumindest nicht so, ne? Geht das nicht irgendwie? Nee. Okay, na gut. Da könnte man rechts irgendwie hoch mit den ganzen Plattformen, aber das ist ja gerade nicht so wirklich unsere Aufgabe. Wie kommt man nochmal raus? Wo war das nochmal, wo ich raus kann? Das war doch auch hier, ne? Ich meine ja. Ja, da hinten. Okay, auch hier werde ich ein Safe State setzen, damit ich nicht immer den ganzen Weg zurücklaufen muss. So, Safe State ist gesetzt und begeben wir uns mal hier in das Rennen. Ich verliere sogar meinen Bienenpower-Up. Warum? Also, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hätte man mir auch einfach... hätte ich auch einfach behalten können, aber okay. Wo lang jetzt? Okay, darüber. Ich frage mich, wie... Ach komm, als ob.
Ich merke schon, das Ganze hier muss gut getimed sein, ansonsten wird das hier nicht allzu leicht werden. Beziehungsweise sogar unmöglich sein, weil man hat halt auch nur eine beschränkte Menge an Flugenergie und wenn ich mir die falsch einteile, dann wird das nichts. Aber ich merke schon, die Biene ist gar nicht mal so schnell, also der Kontrahent ist gar nicht mal so schnell. Darüber, oder was? Frage ist auch, wie weit muss ich überhaupt... Oh nein, hier ist ja auch noch ein Wandsprung. Ah, ich hasse Wandsprünge, habe ich das schon mal erwähnt? In allen anderen Mario-Spielen ist er eigentlich ganz gut machbar, aber in diesem Mario, also generell in Mario 64, jetzt nicht nur hier in diesem Heck, mag ich ihn überhaupt gar nicht. Wohin? Hier ist das Ziel, oder? Nein? Ich bin mir nicht sicher. Sieht hier so alles sehr zielmäßig aus, um ganz ehrlich zu sein. Nein, Mario, nein, 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 nein. Okay, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Nein! Nein! Die Biene! Nein! Nein! Ich wusste halt nicht, wo ich lang muss. Ach Mann. Das wäre auf jeden Fall ein Rennen gewesen, das ich hätte gewinnen können. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ah, wie wahnsinnig ärgerlich. Und jetzt weiß ich gar nicht, worüber ich gerade geredet habe. Wahrscheinlich über irgendwelchen irrelevanten Kram. Also quasi so... Wie immer. So, hier, komm. So, jetzt hier rüber. Die Frage ist, wie genau soll ich... Egal. Wie genau soll ich dann gleich darüber? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher, um ehrlich zu sein. So, wir gehen jetzt hier lang. Jetzt hier nochmal hoch. Mit einem Wandsprung. Ah ja, ich habe über den Wandsprung geredet, ne? Ich meine ja. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig gewesen, um ehrlich zu sein. Schaffe ich das vielleicht so irgendwie? Weil, wenn ich... Nee, das geht so... Warte mal. Lass mich mal hier die Sekunde nehmen und schauen, wie ich überhaupt das machen soll. Das ist anscheinend ein Weg. Die andere Biene ist... Also wir haben theoretisch genug Zeit, würde ich einfach mal behaupten. Um das Ganze etwas gechillter anzugehen da am Ende. Also ich glaube, ich brauche mir da gar nicht so große Sorgen drum machen. Oh, oh, wow, was zum Teufel war das denn bitte? Das war so nicht geplant, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, jetzt bin ich hier falsch geflogen, in die falsche Richtung direkt am Anfang. Deswegen war es natürlich ein Fehler. So, komm. Also, wir nehmen uns hier das Bienen-Power-Up. Kann man hier eigentlich auch einen Wandsprung machen? Ja, kann man. Das ist also ziemlich gut, um hier vielleicht sogar ein bisschen Energie zu sparen. Habe ich bei den ersten paar Versuchen gar nicht dran gedacht, aber das ist echt eine sehr gute Idee. Wow, damit ist man ja deutlich schneller. Kommt mir zumindest deutlich schneller vor. So, also, wir haben jetzt hier noch... Etwa 30 Sekunden Zeit, würde ich mal schätzen, um bis zum Ziel zu kommen, weil der war doch gerade bei etwa 50 Sekunden auf dem Weg dorthin zum Ziel, ne? Ich meine ja. Also, wenn wir jetzt hier irgendwie hochkommen würden, in einer einigermaßen schnellen... Nein, Mario, macht hier keinen Scheiß. Aber das schafft... Man kann doch da nicht so... Naja, egal. So, wir sind immer noch vorne. Man kommt da so nicht rüber. Man kommt da so nicht rüber. Mache ich irgendwas falsch? Also, bis dahin komme ich ja relativ locker und auch mit einem einigermaßen großen Vorsprung. Aber was soll man denn dann machen? Weil, hä? Na gut, machen wir das hier noch einmal zusammen. Und wenn es jetzt hier nicht klappt, dann werde ich den finalen Versuch einfach mal reinschneiden. Weil ich habe echt keinen Plan, was ich dann sonst machen soll. Ich will jetzt ja auch nicht immer und immer wieder das Gleiche zeigen, ne? Ist ja klar. Ist hier gerade ein bisschen, ein Rätselraten für mich, wie ich da möglichst schnell... Nein, oh, nein, ich wollte... Oh, ja gut. Dann werde ich einfach mal den finalen Versuch reinschneiden. Bis gleich! Gut, gehen wir mal hier hoch. Mal schauen, ob wir jetzt hier vielleicht... Eigentlich müsste das doch klappen, oder? Wenn ich jetzt hier so... Ja, doch, das klappt, das klappt, das klappt. Okay. Also, einfach nach da ganz oben... Dann einen Weitsprung und dann kommt man hier eigentlich relativ locker rüber. Und man hat noch deutlich mehr Zeit, als ich dachte. Ich meine, der ist ja jetzt erst hier. Okay, das war... Ja, ich will nicht sagen schwer. Man muss halt erstmal herausfinden, wie man das Ganze schaffen, machen soll. Naja, gut. Hätte schneller gehen können, muss ich schon sagen. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen blöd angestellt am Ende. Großartig, du hast so schnelle Flügel. Du bist sicherlich die schnellste Biene hier. Hier, du hast dir das Ding verdient. Der Stern. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, war's das auch schon für heute. Der Part ist, schätze ich mal, etwa 20 Minuten lang. Das dürfte dann ja auch für heute erstmal ausreichen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich den Part nur 20 Minuten lang mache, aber ist ja eigentlich mehr oder weniger bei einigen anderen Let's Playern auch Standard, ne? Ich versuche es halt immer 25 Minuten lang zu machen, aber naja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch wäre sehr nett und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann!